Hallo zusammen. Bevor es gleich mit der Podcast-Folge mit dem Interview weitergeht, haben wir für dich eine wichtige Ankündigung. Und zwar werden wir am 24. Juni, also das Montag, etwas Neues, ja, Schönes, Größeres veröffentlichen. Und tragt dir auf jeden Fall diesen Termin jetzt schon mal in den Kalender ein. In 2 Wochen bei der nächsten Podcast-Folge werden wir schon mal ein bisschen was detaillierter davon berichten können, was es genau sein wird. Und dann am 24. selbst gibt es eine Special-Folge, was es exakt dann ist. Deswegen trag dir den Termin schon mal in den Kalender ein. Aber freu dich jetzt erstmal auf das heutige Interview. Herzlich willkommen beim Magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes. Und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Wolfric Fischer zu Gast. Wolfric ist ein Profi, wenn es um das Thema Spezialeffekte in Werbung, Film und Foto geht. Erfahre im heutigen Gespräch, welche Spezialeffekte es gibt und wie du sie als Zauberkünstler für dich nutzen kannst. Hallo Wolfric, schön, dass du heute mit dabei bist. Servus ihr beiden. Wolfric, was bedeutet für dich Spezialeffekte und wie kann man diese nutzen? Das Thema Spezialeffekte ist im Grunde genommen sehr, sehr groß. Also es ist vor allen Dingen sehr, sehr umfangreich. Ich bezeichne unter Spezialeffekte im Grunde genommen im Werbebezug oder sagen wir im Filmbezug. Ich mache viel Werbung, um das Geld zu verdienen, aber auch Film, um Kunst in Anführungszeichen zu gestalten letztendlich, aber auch eben so Bühnengeschichten oder auch künstlerische Arbeiten. Und da ist es eigentlich so, dass es alles ist, was im Grunde genommen nicht auf natürliche Weise geschieht. Das kann man technisch so umsetzen, dass es eben funktioniert. Und da ist, glaube ich, der Bezug zum Magischen oder zu der Arbeit der Magier und magischen Künstler relativ nah. Reden wir dabei von Spezialeffekten, die man vor dem Auge sieht, oder geht es um Videospezialeffekte, also die man irgendwie einblendet, mit einem Greenscreen arbeitet oder sonstig was? Naja, also im besten Falle sind es schon Effekte, die vorm Auge, entweder vorm menschlichen Auge passieren oder eben vor dem Kameraauge. Da ist kein so großer Unterschied. Wir sprechen da von In-Camera-Arbeiten. In-Camera heißt, dass es wirklich vor der laufenden Kamera passiert. Klarerweise haben wir Spezialeffekte auch immer so unseren doppelten Boden letztendlich, den wir suchen. Also im übertragenen Sinne. Das heißt, wir versuchen immer irgendwie Ecken und Situationen zu nutzen, die jetzt für die Kamera so nicht sichtbar sind. Also das ist mit Sicherheit einer der Komponenten, die beide Arbeiten verbindet letztendlich irgendwo. Wir als Spezialeffekte versuchen immer vor der Kamera Dinge zu gestalten, die halt letztendlich so natürlicherweise nicht stattfinden würden in dem Moment. Einfaches Beispiel, wenn einfach in einem Zimmer irgendwo es brennen soll, dann ist es ja ein Moment, der im besten Fall nie gewünscht ist, aber im Falle eines Films eben genau zu dem Zeitpunkt stattfinden muss, wo die Kamera läuft. Bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen versuchen herauszufinden, wie können wir es in dem Zimmer brennen lassen, ohne dass dem Zimmer was passiert, dass es aber so aussieht wie echt und vor der Kamera entsprechend natürlich wirkt. Und wie würdest du so etwas umsetzen? Naja, das ist ganz einfach. Ich nehme einfach einen Kanister Benzin, schütte ihn in das Zimmer rein und zünd's dann an. Nein, das war jetzt ein Witz und sollte keiner so nachmachen. Um Gottes Willen. Nein, das hat damit zu tun, welche Umstände habe ich da vorliegen letztendlich. Ja? Das ist immer unterschiedlich. Im Endeffekt geht es immer darum zu gucken, was hast du da als Umgebung am Start. Also wenn du zum Beispiel eine Altbauwohnung hättest mit einem Holzboden, dann musst du natürlich gucken, wie arbeitest du auf einem Holzboden, dass dem nichts passiert. Weil am Schluss ist letztendlich eine gemietete Wohnung für die Filmarbeiten und alle wollen da rausgehen und es ist nichts passiert. Anders sieht es aus, wie wenn du irgendein Abrisshaus hast und da drin kannst du walten und schalten, wie du lustig bist. Das würde allerdings auch
bedeuten, dass möglicherweise nach so einem Effekt auch dieser Raum nicht mehr so hübsch aussieht, wie er vorher ausgesehen hat. Das ist echt unterschiedlich. Was Feuer angeht, gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Alles, was brennt, brennt. Ja? Und alles, was brennbar ist, kannst du letztendlich unterschiedlichst einsetzen. Ihr kennt mit Sicherheit die verschiedensten Tricks, die man benutzt, um zum Beispiel relativ plötzlich in der Hand einfach ein Feuer zu entzünden. Das fängt bei simplen Brandbeschleunigern wie Alkohol an und hört letztendlich bei der sogenannten Zauberwatte auf. Das sind alles unterschiedliche Möglichkeiten, die man nutzen kann, um Feuer zu machen. Also alles, was brennt, kann man benutzen. Es kommt immer darauf an, in welchem Zusammenhang man es nutzt. Und da ist die Arbeit des Spezialeffektes im Grunde genommen sowas wie ein bisschen detektivische Arbeit, rauszufinden, was jeweils in den Momenten tatsächlich die beste Möglichkeit ist. Heißt das auch, dass man beziehungsweise dein Auftraggeber ganz genau wissen muss, was er am Ende haben möchte? Sowohl das, oder ich frage als Spezialeffekter meinen Auftraggeber, was er denn gerne sehen möchte. Also wenn ich weiß, was der Auftraggeber sehen möchte, dann kann ich im Zusammenhang mit meinem Wissen über die Umgebung und die Möglichkeiten dann den Effekt entsprechend so gestalten, dass er für den Auftraggeber am besten ausgeführt ist. Bedeutet Spezialeffekte in diesem Zusammenhang jetzt ausschließlich etwas mit Feuer oder gibt es auch noch andere Spezialeffekte jetzt, was möglich wäre? Also ich könnte jetzt anfangen aufzuzählen und dann hättet ihr am Ende eures Podcasts einfach eine ewig lange Liste von Spezialeffekten. kannst du Rubriken geben? Okay, Rubriken sind relativ einfach. Über alles von dem, was wir vorhin angefangen haben zu sprechen. Also alles, was nicht natürlicherweise zu sehen ist in Camera oder sogar eben auch neuerdings, eben, was heißt neuerdings schon seit ein paar Jahren, Jahrzehnten fast schon, die sogenannten VFX. Also wir unterscheiden zwischen SFX, das sind Spezialeffekte, also Special Effects, oder VFX, das sind Videoeffekte. Videoeffekte beinhaltet auch alles das, was mit dem Computer später nachbearbeitet worden ist oder eben im Nachhinein hineingesetzt worden ist. Ich mache SFX, das ist eben genau das Reale und nicht das mit dem Computer generierte. Und da ist es so, dass du, früher hat es mal so ganz klassisch gehießen Floor Effects. Das heißt, alles, was auf dem Boden irgendwie, also standfest unterwegs ist, dazu hat gezählt Feuer, Wasser, Wind, Nebel, Rauch. Und das war es eigentlich schon. Und alles, was daraus wiederum entstehen kann, also sprich Eis, Schnee, nochmal Nebel. Nebel gibt es in, ich sage immer, es gibt so viele Nebel, wie Schneesorten es gibt, frei nach Fräulein Müller. Und bei Wasser sieht es ja genauso aus, also auch beim Eis oder so. Und bei mir speziell ist es jetzt so, dass das Portfolio richtig groß geworden ist. Was das angeht, dann kann man diese Rubriken noch aufspreizen und das passiert in meinem täglichen Leben eigentlich permanent. Dass aus den Flüssigkeiten kann es dann weitergehen zu allen möglichen Geschichten mit eben Flüssigkeiten, Liquids im weitesten Sinne. Wie kannst du Flüssigkeiten verfestigen oder feste Dinge wieder verflüssigen? Ja, und wie gehen diese Aggregatzustände in einem Umfeld, was normalerweise für diese Aggregatzustände nicht möglich ist oder wo es einfach nicht geht? Ja, kannst du Eis entweder nicht schmelzen lassen oder aus einer Flüssigkeit Eis werden lassen, sodass das vor der Kamera zumindest unbemerkt passiert. Oder wie kannst du eben aus irgendwelchen Flüssigkeiten wiederum andere Flüssigkeiten werden lassen und. Also es ist echt massiv weit, das Feld. Was kannst du jedem Zauberkünstler empfehlen, der sich damit beschäftigt? Genau zu beobachten, was täglich um ihn herum passiert.
um das dann auf die eigene Zauberkunst zu übertragen oder inwiefern? Ja, genau. Also letztendlich ist mein Job auch nichts anders, als dass ich wirklich genau hinschaue, was eigentlich so im Allgemeinen passiert. Es gibt ja immer diese berühmten Momente, wo man sagt, mal das, wenn man jetzt gefilmt hätte, es würde einem keiner glauben. Ja? Also sprich, irgendjemand hat ganz blöd auf dem Tisch irgendwie einen Löffel, der auf der Kante lag, ja, so geschnalzt irgendwie, sodass der einen Loop macht, durch die Luft fliegt und echt original in der Tasse reinfällt. Ja? So, habt ihr vielleicht schon mal erlebt. Also ich habe es ein paar Mal schon erlebt, witzigerweise. Es gibt auch so andere Geschichten wie zum Beispiel, ja, ich möchte jetzt nicht davon reden, dass einem das Handy ins Klo fällt. Ja? Aber auch selbst das wäre jetzt zum Beispiel so eine Geschichte, wo jeder sagen würde, ja, im normalen Leben passiert mir sowas nicht. Ja? So, und jetzt hast du jemanden, der sagt, okay, hier in der Szene muss das Handy de facto ja einfach ins Klo reinfallen. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie du es unterstützen kannst. Also wir sprechen von Magic Wire zum Beispiel. Habe ich auch schon öfters mal für Kollegen eingesetzt. Magic Wire ist so ein Klassiker im Grunde genommen. Ja? Alles, was mit Fäden zu tun hat, lässt sich wunderbar, oder alles, was an Fäden irgendwie unterwegs ist, ja, in diesem Leben, hat irgendwie eine Richtung. Ganz einfach gesagt. Und wenn die Richtung bestimmt wird vorher, dann kann man damit recht tolle Sachen machen. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, was für einen Faden benutze ich für welches Objekt oder für welche Gewichtsklasse, dann fängt die Suche schon an, im Grunde genommen. Ja. Du kannst natürlich anfangen, irgendwie dir ein Haar auszureißen, vorausgesetzt, es ist lang genug. Bei mir ist meine Fronttolle so lang, dass ich es zumindest easy machen kann. Und dann catche ich mir damit einen Stift, also einen Kugelschreiber. Das ist die einfachste Methode, wie man einen Kugelschreiber ganz simpel durch die Luft fliegen lassen kann. Ungefähr, was weiß ich, 5 cm, 10 cm unter der Handfläche. Dann bist du schon dabei. Und solche Geschichten passieren ja dauernd. Also mir passieren sie komischerweise dauernd. Vielleicht hat das auch was mit meinem Job zu tun. Ich weiß es nicht. Vielleicht ziehe ich die Sachen auch magisch an, in Anführungszeichen. Ich weiß es echt nicht. Aber ich bin echt schon oft mit meinen Haaren an einem Stift hängen geblieben. Ja? Und dann hing dieser Stift einfach vor meinem Gesicht rum. Und zugegeben, also die Wiesen in München, ja, das Oktoberfest, ist auch so ein Ding. Vielleicht bin ich da irgendwie reingerutscht in die ganze Nummer, weil ich ja in München wohne und hier aufgewachsen bin. Da gab es, wie ich klein war, so, keine Ahnung, 6, 7 Jahre, gab es den Wurliwurm. Das ist so ein klassisches Ding gewesen. Ja. Der Typ stand da oben und dann hat der irgendwie so diesen komischen Fusselwurm da. Um das nochmal kurz zu sagen, Wurliwurm ist ein ungefähr 20 cm, 25 cm langer Wurm aus Kunstfasern, der so ähnlich wie Pfeifenputzer, aber viel größere Fasern ist und vorne dick, hinten dünn, ja, ungefähr so wie eine Schlange, so eine kleine und super leicht im Grunde genommen. Und jetzt hat der Typ da oben auf dieser Bühne diesen Wurliwurm in einem Glas und hat da einen Bierdeckel drauf. So, und du denkst dir halt so, ja, okay, da ist jetzt irgendwas drin in dem Glas, ein Bierdeckel drauf, und er erzählt dir irgendwie eine strange Geschichte von wegen dieser Wurliwurm lebt in diesem Glas und der muss halt aufpassen, weil der Wurliwurm so wahnsinnig schnell abhaut, und dann lupft der einfach den Bierdeckel und plötzlich so, futsch, kommt die Schnauze von diesem Wurliwurm raus. Ja, und als Kind denkst du dir, geil, was ist denn da los? Und dann hebt er den Deckel weg, ja, und dann flitzt dieser Wurm einfach so über seine Hand drüber und dann plötzlich über die andere Hand und dann wieder zurück und ins Glas rein. Zack, Deckel drauf. Und das ist für Kinder der totale Wahnsinn. Weil niemand, und für Erwachsene letztendlich auch, ja, niemand kann sich erklären, wie kommt dieses komische Teil da aus dem Glas raus, über die Finger drüber und dann wieder zurück. Tollerweise konnte man nach der Show das ganze Ding kaufen und ab dem Moment war jeder im Besitz eines Wurliwurms und war Zauberer für
solange wie der Faden halt gehalten hat, sage ich jetzt mal. Und das ist die einfachste Methode. Also, ich möchte darauf hinaus, dass im Grunde genommen, wenn man wirklich genau hinschaut, dann kann man schon ganz schön viele Sachen entdecken und auch mitnehmen für genau diese Arbeit. Egal, ob es eure Arbeit ist oder meine Arbeit ist, das ist echt total egal. Hauptsache, man guckt genau hin. Und das Zweite, glaube ich, was wichtig ist, das ist das Übersetzen. Das Übersetzen in technische Möglichkeiten. Sobald man die Zahl immer darin bestrebt ist, die Zahl der Möglichkeiten zu erweitern, hat man eigentlich immer mindestens einen Trick in der Tasche. Und wie schafft man es, die Zuverlässigkeit von diesen Spezialeffekten zu gewährleisten, sodass es, wenn es drauf ankommt, dass es auch funktioniert? Jetzt könnte ich die blasphemische Gegenfrage stellen. Ja, wie schafft es ein Magier, seinen Trick genau so zu gestalten, dass er in dem exakt diesen berühmten magischen Moment exakt so funktioniert, wie er sich das vorstellt? Das ist wie bei allen Dingen. Es fängt mit Trial and Error an und hört mit Handwerk auf. Also sprich mit Übung, mit Wissen, mit Know-how und letztendlich mit der Zeit, die man damit verbringt und eine Profession draus macht. Du hast jetzt ja auch schon mit sehr vielen Zauberkünstlern zusammengearbeitet, bezogen auf Spezialeffekte. Deswegen kennst du dich ja auch in unserer Materie gut aus. Wo würdest du jetzt sagen, ist so der Unterschied zwischen einem Spezialeffekt, den du zum Beispiel jetzt machen würdest, und einer klassischen Präparation eines, sagen wir mal, klassischen Kunststücks? Also ich würde sagen, der Unterschied liegt vor allen Dingen in der Wiederholbarkeit und in dem Unterschied, dass beim Magier, im Unterschied zum Spezialeffekter, muss der sogenannte Trick oder das, was gemacht wird, immer funktionieren, und zwar vor dem Auge des Zuschauers. Wir als Spezialeffekte haben halt genau da noch eine Möglichkeit auszuweichen, indem wir sagen, ja, hat nicht hingehauen, wir drehen noch mal einen neuen Take. Ja? Also wir können sagen, okay, drehen wir es nochmal. Der Magier kann es nicht. Der Magier gewinnt oder verliert auf der Bühne oder wo auch immer er arbeitet. Das heißt also, dass ein Zaubertrick oder ein magischer Trick muss so gestaltet sein, dass er A, nicht erkennbar ist und B, in jedem Fall immer funktioniert. Du hast ja auch schon öfters mit Zauberkünstlern zusammengearbeitet. Wie sieht das denn da aus, wenn du als Spezialeffekter dann deine Techniken sozusagen ins Zauberkunststück mit reinbringst, aber trotzdem das Kunststück immer wieder wiederholt werden muss, also auf der Bühne? Wie sieht das da in diesem Fall dann aus? Zählt das da auch dann? Naja, letztendlich schon, weil da ist es im Grunde genommen so, wie ich es eingangs gesagt habe, wenn da ist der Magier dann im Grunde genommen mein Auftraggeber. Das bedeutet, dass ich wissen muss, was hat er vor, was will er zeigen, wo will er es zeigen. Also da gehört wirklich die ganze Range dazu, ob es jetzt eine Bühne ist oder ob es also ich weiß gar nicht, wie ihr das nennt, aber wenn man das in der Menschenmenge, also ebenerdig, face-to-face macht, oder draußen, egal wo. Also wenn man das weiß, wenn man diese Sachen alle zusammen weiß, dann weiß man auch, was braucht der Magier? Was braucht er als Technik und als Base? Und wenn man das dann zusammen erarbeiten kann, das ist eigentlich total wunderschön, weil das bedeutet für beide Seiten, dass man A, was lernt und B, am Schluss was rauskommt, was einfach toll ist. Und wie schaffst du es, die richtige Balance mit den Spezialeffekten zu kreieren, ohne jetzt zu viele Effekte mit reinzubringen, was dann das Kunststück überlastet? Naja, also da würde ich gerne das unterscheiden. Also es gibt natürlich Spezialeffekte, die sozusagen Bühneneffekte sind. Das heißt, das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist Spezialeffekt, der tatsächlich Bestandteil des magischen Tricks ist. Also, ich komme nochmal zurück auf diesen Whirlyworm. Ja? Sagen wir mal, wir würden den nicht kennen, wir alle. Ja? Es gibt ihn nicht. Oder es hat ihn bis jetzt noch nicht gegeben. Und plötzlich kommt einer von euch auf die Idee, okay, ich möchte da so einen kleinen Wurm einfach durch die Gegend flitzen lassen, vor meinem Publikum.
dann würden wir uns gemeinsam darüber Gedanken machen, wie kann das funktionieren? Und dann würden wir eben rausbaldowern. Ich denke mal, wir kämen zwangsläufig zu dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir brauchen einen Faden und der muss da und dort befestigt sein. Und dieses Tierchen muss so leicht sein, dass du es ganz leicht einfach flüssig bewegen kannst. Das ist die eine Schiene. Wenn jetzt, ja, vor diesem Wurliwurm oder bevor er aus dem Glas rauskommt, ja, vor dem Glas eine Dampffontäne hochkommen muss, weil dieser Wurliwurm eben dummerweise, keine Ahnung, erstmal aus einem Loch, aus dem Tisch in das Glas rein muss, ja, und wir wollen das erstmal nicht sehen lassen, dann muss da irgendwas davor passieren, was einfach den Zuschauer ablenkt. Das ist der andere Effekt. So, und jetzt ist die Frage an dich zurück. Welchen von beiden meinst du? Ich meine den Nebel. Okay, gut. Da ist es auch wieder so eine Geschichte. Es ist eine Absprache mit dem jeweiligen Künstler. Ja? Ich könnte dir einen ganzen Saal innerhalb von kürzester Zeit, sprich 5 Minuten, also ich unterstelle mal entsprechend der Technik, die ich bräuchte, kann ich die Olympiahalle in München einfach mal in 5 Minuten komplett dichtnebeln. Punkt. Und zwar zack. Ja, das geht. Es ist auch nicht so besonders schwierig. Es hat ein bisschen was damit zu tun, zu wissen, wo ist denn die Lüftungsanlage, welche läuft nicht, kann man es ausschalten, kann man es nicht ausschalten, wo setzt man Ventilatoren an, welche Geräte setzt man ein. Aber dann hast du in 5 Minuten die Olympiahalle dicht, wenn du es brauchst. Aber das hängt von dir ab. Als Magier, brauche ich in 5 Minuten die Olympiahalle dicht? Ja, nein. Wenn ja, dann machen wir das. Wenn nein, dann lassen wir es. Wenn du es voll haben willst und dann 5 Minuten später wieder komplett leer, ja, dann müssen wir nachdenken. dann müssen wir gewaltig drüber nachdenken, was wir benutzen. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Und das ist immer so das Ding, wie kann ich die Zahl der Möglichkeiten erweitern? Das heißt, ich suche permanent nach Möglichkeiten, genau das zu tun. Aber wie das geht, das ist immer abhängig von den einzelnen Situationen. Also ich hatte mal diese glorreiche Aufgabe, darum traue ich mich das zu sagen mit der Olympiahalle, ja. Die Kathedrale von Nantes ist relativ groß. Und ich habe einen Anruf bekommen, 5 Tage vor Dreh. Wir haben da so ein Problem, wir müssen das Ding vollknallen mit Nebel und wir brauchen so diese berühmten Gottesfinger. Sagt euch das was das ist? Das sind Lichtstrahlen, die durch die Kathedralgläser durchfallen. Und wenn es neblig ist, normalerweise durch Weihrauch, ja, und dann kommt so das Gegenlicht dadurch und dann ist überall da, wo kein Licht durchgehen kann, ist Schatten. Und durch bestimmte Winkelblicke siehst du dann plötzlich so Strahlen ins Schiff reinfallen. Ja? Weil eben da, wo kein Licht ist, Dunkelheit und dadurch erkennt man diese Strahlengänge. Gut. Wir drehen in der Kathedrale von Nantes. Die meisten wissen, ist das in Frankreich. Und wir haben da zwar Spezialeffekte, aber wir sind uns nicht sicher, ob das funktioniert. Und die wollen da mit irrsinnig viel Gedöns hin und bla bla. Und ist es denn notwendig? Und ursprünglich war die Ansage, ja, wir drehen in einer Kirche. Und eine Kirche ist halt einfach für mich kleiner als eine Kathedrale. Und dann war halt so meine Frage, ja, wie groß ist denn die Kirche? Und dann hieß es so, ja, so 20 Meter lang, 10 Meter breit und ja, wie hoch wissen wir nicht so ganz genau, aber schon hoch. Und dann habe ich da so ein bisschen gebohrt und weiter gebohrt, bis ich dann draufgekommen bin, okay, es ist die verdammt nochmal Kathedrale von Nantes. Und ja, und dann musste ich da also innerhalb von dann spätestens 4 Tagen mein Equipment zusammendonnern und zwar so, dass ich es fliegen kann und zwar easy fliegen kann und da alleine hin kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was nehme ich mit? Und dann habe ich genau 2 Nebelmaschinen mitgenommen und Fluid, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Und eine Nebelmaschine war eine normale Nebelmaschine, die du an Strom hängst. Die andere ist so eine Mo Richardson heißt das Teil. Das ist uralt und das ist richtig geil. Lebt leider nicht mehr. Ist kaputt gegangen. Das
war eigentlich so ein Insektizid für Verdampfer aus Amerika, aber der hat funktioniert als Nebelmaschine, super geil. War auch nie ein Insektizid drin, also nicht gefährlich deswegen, aber du konntest das anstecken an Strom, dann ist es aufgeheizt und dann hast du das ungefähr 5 Minuten ohne Strom benutzen können. Das heißt, ich bin dann mit rumgerannt wie ein Depp und habe einfach rumgenebelt. Ja. Der Trick bei der ganzen Nummer war folgender. Also es war Sommer, das wusste ich. Ich wusste, okay, wir sind da irgendwo unterwegs. Kathedralen sind meistens irgendwelche alte Schiffe, die irgendwo Ritzen haben und Ecken, wo es zieht. Und wenn du genau an dem Hauptzugpunkt von dieser Kathedrale diese Nebelmaschine aufstellst, dann hast du die ganze Kathedrale voll. Und die Ansage war noch an mich, okay, wie lange dauert es ungefähr, diese Kathedrale voll zu machen? Da habe ich gesagt, ich muss mir das jetzt mal schnell anschauen. Und 10 Minuten bin ich später rausgekommen, habe gesagt, in 5 Minuten können wir drehen. So war das. Also anhand dieser Geschichte erkennt ihr einfach, dass es einfach wirklich darum geht, sich genau anzugucken, wo bin ich, was brauche ich und wo will ich hin. Und du musstest dir natürlich im Vorfeld auch sicher sein, dass das mit den 2 Nebelmaschinen funktioniert, ne? Ja, ich meine, ihr müsst euch ja auch sicher sein, ob irgendwie die... ich sag jetzt nichts. Aber so ist es doch. Also ich meine, nur wie nochmal gesagt, also ich habe den großen Vorteil, ich kann im schlimmsten Fall sagen, scheiße, es hat nicht funktioniert, wir müssen es irgendwie anders nochmal machen. Anders ist es bei so Sachen wie zum Beispiel, ich habe mal mit Nebel den neuen F1 Sauber von BMW enthüllen dürfen. Das ist ein Rennwagen. Das war, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, 8 Jahre, 9 Jahre, irgendwie sowas um den Dreh rum. Da ist der also gebaut worden und dann wurde er dem Fachpublikum vorgestellt. Und da wurde ich gefragt, okay, kann man sowas machen? Kann man den Wagen sozusagen so in Nebel einhüllen, dass er auf Kommando der Nebel verschwindet? Dann habe ich gesagt, ja, das geht schon. Also es hat was mit Timing zu tun, es hat was mit und so weiter. Das war echt eine coole Nummer, weil ich habe auch dafür nur 2 Nebelmaschinen gebraucht, bloß ein entsprechend gutes, also ein timbares Fluid, das gibt's. Also es gibt Fluids, die kannst du timen. Je nachdem, wie du das Fluid einstellst, kannst du sagen, der Nebel schaut so aus oder macht dieses oder macht jenes. Also ich spreche jetzt nicht von Formen, ja. Also ein Nebel kann extrem schwer nur ein Pferdchen, was galoppiert, über die Bühne darstellen. Das funktioniert nicht. Aber der Nebel per se, ja, kann sich schneller oder langsamer auflösen, kann dichter sein oder weniger dicht, kann transluzenter sein oder nicht, kann reflektiv sein oder nicht. So geht es dahin. Und das war eigentlich alles ganz gut. Die Proben haben super gut funktioniert. Und ihr kennt das vielleicht von Bühnentechnik. Du hast ein Pult. Ja, und das Pult war das mobile Pult. Es war in der BMW-Welt hier in München, in diesem krass modernen Theaterraum von denen. Das ist ein Raum, wo du alle 3 Meter Bühnensegmente, also Raum-Bodensegmente zu Bühnen verwandeln kannst, rauf runterfahren kannst. Das ist echt ein krasser Raum. Und die haben da Technik vom Feinsten drin. Was sie nicht hatten, war eine saubere DMX-Strecke. Leider. Und war ich derjenige, der da schwitzend draufkommen durfte, nämlich weil also das Pult angesteckt unten vor der Bühne an der ganzen Technik für die Bühne war easy. Das hat immer funktioniert. Die beiden Nebelmaschinen waren über DMX geschaltet und haben immer ihren Einsatz gehalten. Wunderbar. Irgendwann mal bei der letzten Probe, wie wir dann raufgegangen sind, also sprich in die Lichtkabine, da habe ich dann gemerkt, dass irgendwie das alles nicht mehr so richtig funktioniert, wie es funktionieren soll. Und dann habe ich echt Bammel gekriegt und habe mir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und dann bin ich hergegangen und habe das nochmal gecheckt, habe die DMX-Endstecker nochmal getauscht und alles. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte am Pult meine Nebelmaschinen nicht übers Programm fahren. Ich möchte sie auf Hand fahren.
Und das war intuitiv irgendwie die richtige Entscheidung, weil selbst mit einem Handregler dieses verdammte Nebelzeug nicht gekommen ist in dem Moment, wo es hat kommen sollen eigentlich. Es hat dann einigermaßen gut funktioniert, aber schlussendlich war es so eine Geschichte. Daran sieht man, also es hat nicht so hundertprozentig funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Der Nebel war da, aber war eigentlich zu früh da und ist dann eben entsprechend auch ein bisschen zu früh verschwunden, sodass der Wagen ein bisschen zu früh zu sehen war. Das war nicht so schlimm, weil im Endeffekt, also den Rest der Story erzähle ich euch jetzt nicht, das würde zu lange dauern, aber im Endeffekt hat so halbwegs funktioniert. Das zeigt, es gibt auch bei uns Effekte, die nur ein einziges Mal gehen dürfen. Und da hast du auch ein Go oder Stirb. Also in Anführungszeichen. Bin ja noch am Leben. ist meistens bei Picards so eine Geschichte, also Pressekonferenzen irgendwie, wo du Spezialeffekte einsetzt, die eben einen Effekt bringen müssen, der irgendwie magisch ist. Da arbeitest du genau auf diesen Punkt. Und da muss es halt funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, mei. Blöd gelaufen. Du arbeitest ja, so hast du es eben auch erwähnt, für Filme und zu Werbezwecken und Ähnlichem. Wie sieht das aus, wenn ein Zauberkünstler jetzt einen neuen Werbetrailer machen möchte? Würdest du ihm empfehlen, dort auch Spezialeffekte zum Beispiel mit reinzubauen oder nur Dinge, die wirklich auch in der Show zum Beispiel vorkommen? Wie stehst du dazu? Ja, das ist, also ich grüble gerade, schwer sogar. Also das ist ein schwieriges Ding. Ich finde es ja toll, was ihr macht, weil das ist im Grunde genommen, das ist ja eigentlich so die höchste Kunst eigentlich von Spezialeffekten. Ja? Also das magische Handwerk ist de facto eigentlich das, was wir gar nicht können. Also wir Spezialeffekte können ja das gar nicht, was ihr macht, weil wir sind ja faule Säcke im Grunde genommen, ja. Also wir ruhen uns ja auf den Machbarkeiten all das technisch aus, was wir wiederholen können und was im Grunde genommen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zweimal gedreht werden kann, mindestens oder dreimal oder viermal, wenn es dann nicht funktioniert. Also wenn irgendwie das Gas nicht durch die Leitung geht und die Flamme einfach partout nicht kommen will, ja mein Gott, dann schaut mal halt, dann putzt man das Rohr oder keine Ahnung. Wenn bei euch auf der Bühne das ist, dann ist es was anderes. Jetzt sprechen wir von einem Film für einen Magier, also einem Werbefilm, Clip für den Magier. Das ist natürlich so eine andere Geschichte. Ich glaube, das ist die Frage, wen will man ansprechen? Wen willst du als Magier mit diesem Film ansprechen? Willst du einfach alle ansprechen? Willst du ihnen zeigen, wie abgefahren cool du eigentlich mitten in der Menge arbeiten kannst? Also kannst, das macht ihr beide. Ja? Also ich habe mir das angeguckt, was ihr so treibt und ich bin echt schwer erstaunt. Da gibt es diesen einen Trick mit dem Tisch, der hat mich echt geflasht. Da bin ich heute noch am Grübeln. so ein bisschen ahne ich schon, wo die Reise hingeht. Aber ja. Und bei Daniels Film gibt es diese eine letzte Szene, wo er so im Gegenlicht steht und dann diesen Trick mit der Karte macht. Oder verwechsel ich euch beide jetzt gerade? Nee, ich glaube, das ist mein Film. Genau. Oder du meinst das so vor einem See, oder? Ja, genau, vor Wasser irgendwie so am Rand war das. Genau, und da habe ich mir gedacht, naja, also Gegenlicht wäre vielleicht, ja, also ich bei mir hat sofort gefunkt, ja, und dann habe ich mir gedacht, ah, Gegenlicht, tricky. So, ja, und also, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde ein ausgewogenes Mischverhältnis machen, und zwar so, dass der magische Trick nicht in den Hintergrund gerät. Also man kann es schon unterstützen, denke ich mir. Aber wichtig ist ja, dass das zum Tragen kommt, was der Magier kann. Und wenn das auf eine sehr natürliche Weise gestaltet wird im Film, dann glaube ich, dann ist es eigentlich die beste Methode, überhaupt zu zeigen, was der Magier kann.
Also man könnte natürlich jetzt hergehen und einen Film machen, der samt und sonders einfach wirklich getürkt ist. Das bringt aber dem Magier nichts, weil er muss ja dann am Schluss draußen in der Realität genau das zeigen, was er in dem Film gezeigt hat. Und wenn das alles so gepimpt ist, ja, dass es draußen nicht funktioniert, dann schießt er sich selbst ins Knie. Also es ist nicht so vorteilhaft. Infolgedessen würde ich sagen, der Film eines Magiers sollte so aussehen, dass es wirklich natürlich wirkt. Bei wem war das jetzt mit der Lesestunde und so weiter vorn dran im Film? Okay. Das war bei mir. Das war bei dir. Das ist jetzt so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, ja, kann man machen, ist aber so ein bisschen old-fashioned. Ja? In meinen Augen war das so. Da habe ich mir gedacht, kann man machen, aber würde ich frischer erzählen. Also ich würde das nicht so kerzenscheinig machen und so altes Buch und so. Ja, ich verstehe die Geschichten aus, also die alten Geschichten, die alten magischen Geschichten können sehr inspirierend sein und sie können auch mit Sicherheit was wiederbringen, was es schon mal gab. Keine Frage. Nur ist die Frage, macht es Sinn in der heutigen Zeit? Also in der heutigen Zeit, wo wir alle übers Internet arbeiten, wo jeder, ich sag's jetzt mal ganz fies, Depp, ja, mit einem Photoshop arbeiten kann und so gesehen einen magischen Effekt erzeugen kann auf einem Bild, braucht's einfach Dinge, die im natürlichen Leben stehen. Und da würde ich sagen, reduzier den Spezialeffekt auf den magischen Trick. In the middle, everywhere. Wie sieht es aus? Ab wann sollte ein Zauberkünstler genau zu dir kommen? Also ab welcher Tricktechnik oder ab welcher Spannweite oder Größe bist du sozusagen für Zauberkünstler genau der richtige Ansprechpartner? Das ist eine fiese Frage. Das ist eine gemeine Frage, weil ich habe mich schon immer schwer getan, mich zu vermarkten, glaube ich. Nein, ganz ernsthaft. Also ich freue mich immer, wenn jemand kommt, um einfach auszubaldowern, wie man einen Trick generieren könnte. Das hat viel mit Mechanik zu tun, glaube ich. Also in dem Moment, wo es um mechanische Geschichten geht und rauszufinden, wie kann ich, also ich versuche mal ein Beispiel zu nennen, was frei aus der Luft erfunden ist, halb erfunden ist, muss ich dazu sagen. Ich möchte niemandem zu nahe treten damit, aber ich glaube, es gibt derlei Tricks wie Sand am Meer letztendlich. Ich halte es so weit offen, ja, dass es niemanden berühren kann, dass niemand glauben kann, dass ich was aus dem Nähkästchen erzähle. Okay, also wir sprechen von geometrischen Formen, ja? Also sei es ein Würfel, sei es eine Kugel, sei es eine Pyramide, wurscht. Und du hast eine geometrische Form. Und innerhalb dieser geometrischen Form braucht es eine zweite Form oder etwas, was du drin verstecken willst. Und das muss so passieren, dass du nicht erkennen kannst, dass es innerhalb der ersten geometrischen Form eine zweite gibt. Also ihr kennt es alle, ich sag's jetzt mal ganz blöd, du hast eine Kiste mit einem Schiebedeckel, ja, und machst den Deckel auf und steckst was rein, schiebst den Deckel zu, bam, weg. So, machst du den Deckel wieder auf, ist wieder da, tralala. So, das gibt's aber eben wirklich auf sehr hohem Niveau, mit sehr dünnen Wandstärken, mit Vielschichtigkeiten, bla bla bla, all diese Geschichten. Und da fängt's dann an. Ja, wie kriegt man das hingebastelt, dass das, was heißt gebastelt? Das ist einfach, eigentlich ist es eine hohe Kunst, diese Dinge zu bauen. Da sind wir beim Modellbau und das machen wir eben auch. Wir machen wahnsinnig viele Trickmodellbauten im Grunde genommen. Also falsche Schokolade und Bonbons und so weiter. Also das ist auch so ein Ding. Also das ist riesig, was wir machen. Aber letztendlich geht es eben darum, wie kriegst du Sachen unter in Formen oder wie kannst du eine Schokolade anzünden? Ja,
Bloß, dass die Schokolade halt den ganzen Tag im fetten Rampenlicht auf der Bühne da vor dir liegt und nicht schmilzt. Beispiel, ja? Ist ganz einfach. Also musst du die Schokolade so bauen, dass sie eben nicht schmilzt, aber trotzdem brennen kann. Ganz einfach. Und da kommst also, du wieder ins Spiel. Da würde ich jetzt wieder ins Spiel kommen oder ins Spiel kommen können, ja? Muss ich nicht, kann jeder selber suchen, was es sein könnte und wie es am besten aussieht. Aber ja, also Formenbau, Umfunktionieren von Materie im weitesten Sinne, nicht im alchemistischen Sinne, aber zumindest im möglichen Sinne, das ist das Ding. Also da gibt es ganz viel. Also wirklich, das ist enorm viel, was es da gibt. Gibt es noch eine Story oder eine Sache, wo du jetzt sagst, das war jetzt so die genialste Arbeit, die du in deiner bisherigen Karriere selbst erstellen durftest oder mitwirken durftest? Ja. Willst du uns davon erzählen? Ja, ich versuch's mal. Okay. Das ist was, was irgendwie theatralisch ist auf der einen Seite, ja. Also es hat was Bühneneffektiges irgendwie. Es hat nur ein einziges Mal funktioniert. Oder sagen wir mal, es hatte nur one go, und obwohl es für einen Film war, muss man dazu sagen. Also, die Geschichte war die, das ist für einen arabischen Fernsehsender gewesen, NBC, nicht NBC, aber NBC, arabischer irgendwas. Naja, jedenfalls haben die so Trailer gedreht und da war die Idee vom Regisseur, okay, wir drehen alles in Slow-Mo, also sprich extreme Zeitlupe und wir sprechen da von knapp 2000 Bildern, das heißt, es ist enorm langsam, ja, also etwas, was zack, so passiert, braucht dann so lassen wir es. Okay, ihr könnt es euch vorstellen, ja, also super langsam, gut. Die Idee war, wir nehmen einen Flügel, einen Konzertflügel. Gut. Wir sind in einem Studio. Es ist ein großes Studio, zugegeben, aber es ist trotzdem beschränkt mit der Höhe 15 Meter oder sowas, oder 10 Meter, 12 Meter. Da oben hängt ein, das ist ein Rahmen, wo Licht durchkommt, ja, also so ein Frostrahmen, wo Licht durchkommt. Das heißt, also Licht oben drüber mit so einer Kunstseidenbespannung und unten drunter ein 12x6 Meter großes Feld aus Spiegeln auf einem Rahmen 6 cm hoch. Okay, und dieser Flügel schwebt da oben drüber und ist aufgehängt und brennt lichterloh, der ganze Flügel. Und kommt so durch die Luft straight in einem vorbestimmten Winkel, in einer vorbestimmten Drehung runtergefallen. Auf die Spiegel drauf, bricht da zusammen und das war's. So, wenn man das jetzt so erzählt, dann hört sich das so, ja, schon groß, aber wie sieht sowas aus? Und das ist total, eigentlich, ich finde es immer noch, das ist total episch. Würde man jetzt auf meine Webseite gehen, die grandios beschissen ist, muss ich jetzt mal so sagen. Aber der Film ist vorne drauf und ich finde, der ist ziemlich geil. Das ist so der Effektmoment, wo das Ding halt ins Bild kommt. Ja, du siehst erstmal so ein Teilchen runtersegeln, das ist was schon abgebrannt ist und schon früher losgeflogen ist als der Rest. Und es vom Schlachten so, dass es einigermaßen angesägt und hergerichtet ist, dass es wirklich gut zusammenbricht. Das zweite war, es musste ziemlich genau in der Mitte ein fetter Schraubring durch den ganzen Flügel durchmontiert sein und oben an der Decke haben wir einen sogenannten Bombenhaken angebracht. Das ist wirklich ein Bombenhaken, das heißt, den kannst du mit Niedervolt auslösen, sodass, wenn du auf den Knopf drückst, das Ding fump runterkommt. Ihr kennt es wahrscheinlich von Vorhangtechnik auf der Bühne. Das ist ähnlich konzipiert. Magneten, bla 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 bla. Ja, und die kannst du mit DMX auslösen, dann kommt der Vorhang einfach runtergeschnallt.
dasselbe ist da einfach nur mit einem riesenmassiven Gewichtspunkt gewesen. Und dann wird dieser ganze Flügel mit Brennpaste eingesuppt, bis es nicht mehr geht. Und dann gibt's da einen Steiger, also einen Cherrypicker, einen, ja, mit dem fahre ich da rauf und zünde ich das Ding an und schaue mir das so an da oben und sage irgendwann mal, Kamera und go. Und dann fällt das Ding runter. Ja, und dann ist es unten. Also, das geht nur einmal. Weil so ein Konzertflügel kaufst nicht mal schnell so nochmal. Und räumst den ganzen Scheiß, der da entstanden ist, nochmal schnell weg und drehst es nochmal. Also, es ging nicht. Aber es sieht toll aus. Ich finde, das sah einfach cool aus und ja, hat funktioniert. Was für eine Story. Ja, sorry, das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber so ist es. Und deine Webseite setzen wir natürlich auch in die Shownotes, dass sich jeder das Video noch einmal anschauen kann. Ja, aber schaut euch nicht den Rest der Seite an, oder doch? Jetzt ist egal. Lieber Wolfric, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Wir müssen jetzt schon leider zum Schlussspurt kommen. Wir haben allerdings noch 3 Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Mach ich. Was aus deiner Vergangenheit könntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business für dich mitnehmen? Als Erfolg? Also es ist meine Erfolgsstory sozusagen. Immer zu gucken, dass ich meine Bedürfnisse nicht so hoch ansetze, wie der Wunsch meines Kunden ist. Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen? Für Spezialeffekte oder für euch? Ja. Sowohl als auch. Also es gibt eine total tolle, ich weiß gar nicht, ob es es noch gibt, Cinefax. Cinefax ist eine Ausgabe von Amerikanern, die da ziemlich fit sind. Und Cinefax, ich glaube, gibt es auch online. Also Cine mit C geschrieben, Cine und dann FX hinten dran. Das ist so eine monatliche Ausgabe, glaube ich, wo die ganzen gängigen Spezialeffekte immer wieder dokumentiert sind oder gezeigt werden. Das ist ziemlich spannend, weil da kann man schon viel lernen draus. Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt? Das ist ein Satz, den ich von meiner Frau geschenkt bekommen habe. Handle steht so, dass du die Zahl der Möglichkeiten erweiterst. Und gibt es noch etwas, was du den Hörern zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort. Wow, das ist toll. Da kann ich einfach nur sagen, haltet die Augen offen und euren Geist frei, sodass ihr immer und möglichst zu jeder Zeit einfach aufnahmefähig seid und wahrnehmt, was in eurer Umwelt passiert. Das ist das Wichtigste. Dann vielen Dank, Wolfric, dass du mit dabei gewesen bist. Gerne. Alles Gute dir. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war's mit der heutigen Folge vom magischen Podcast mit Wolfric Fischer. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei gewesen bist. Und noch mehr Inspiration für deine Zauberkunst findest du in unserem Buch Gestalte und entfalte deine Zauberkunst. Du findest das Buch auf unserer Webseite, genauso wie alle Folgen auf magischerpodcast.de. Bis in 2 Wochen. Mach's gut. Ciao.